Huhu. Hallo Freunde da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. Ich bin Ina Menzer und ihr schaut den wunderbaren, den einzigartigen Sascha. Nee, wie sagt er immer? Chess. Toller Name. Super Sendung, gucke ich immer. Einschalten, lauter machen, hinsetzen, Schnauze halten. Mit dem Geheimagenten Atze Sascha. Und der hat nicht alle Tassen im Schrank. Der Typ ist so beknackt, ne? Eine geile Burg. Du hast gesagt, soll man was Beklopptes ausdenken, fällt nicht schwer, weil bist du ja. Einschalten, gucken, ganz großartig. Hier wird gerockt. Ihr glaubt, es könnte nicht schlimmer kommen. Dann habt ihr euch geirrt. Das wird eine bestimmt sehr, sehr lustige Geschichte. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sascha. Jetzt kommt an diesen schönen sonnigen oder auch nicht sonnigen Freitagabend. Es ist ein kleiner, trauriger Augenblick gerade, weil es ist die letzte Sendung in dieser Art. Aber ich habe eine kleine Überraschung. Ab nächste Woche Freitag, gleiche Stelle, gleiche Welle und dann nicht mehr 45 Minuten, nein, sondern eine volle Stunde Sascha. Ohne Adscreen. Verrückt, oder? Viele Leute freuen sich jetzt zu Hause und sagen von wegen, ja, zu Recht hat er jetzt eine Stunde und die Sendung wird dann nur noch Sascha heißen. Und bevor ich jetzt voll loslege hier mit unserer geilen, geilen Rockband aus dem Süden von Deutschland, nämlich von der Insel Helgoland, kommen wir erstmal zur ersten Rubrik und zwar unserem Liebling der Woche. Ich begrüße jetzt die Rock-Pop-Band aus dem Bremer Süden, natürlich aus dem deutschen Süden. Und zwar begrüße ich Better Tomorrow, grüßt euch. Servus. Hallo. Servus. Wo kommt ihr jetzt direkt gerade her? Jetzt gerade aus Herford. Aus Herford. Da wart ihr wieder im Studio oder? Da haben wir gepennt. Da habt ihr gepennt. Weil ihr habt ja auch einen großen Moment, weil heute ist eure CD am Start. Ja. Mit dem unglaublichen Titel Home is where your heart is. Und das alles in einem Wort geschrieben. Wer ist dafür zuständig, dass man da regelmäßig mit auf die Nase fällt? Ja, mein Bruder war dafür verantwortlich, der hat das ganze Design gemacht. Und das hat sich so ergeben. Zu viel. Ihr seid eigentlich zu dritt. Sebastian, Julian und der Markus. Markus, was ist mit ihm los? Hat er irgendwie heute schlechte Laune, weil das Album am Start ist? Oder? Der ist auf Entzug. Auf Entzug? Ja. Von der Musik wahrscheinlich? Ja, natürlich. Von der Musik. Ja. Jetzt macht ihr seit ein paar Jahren zusammen Musik. Wie ist das überhaupt mit euch entstanden zusammen? Wie lange geht die Sendung? Noch, okay. Noch eine Dreiviertelstunde. Ab nächste Woche eine Stunde. Ich weiß nicht, ja. Wollt ihr nächste Woche nochmal wiederkommen? Dann können wir nochmal eine Stunde ausführlich darüber reden. Ja, dann füllen wir jetzt erstmal die Dreiviertelstunde damit. Dann mach die Kurzversion erstmal. Kurzversion. Alte Formation, in die Brüche gegangen, die Besten rausgenommen, neue Band. Punkt. Also das bedeutet, ihr wart eigentlich mal etwas größer. Und dann habt ihr gesagt von wegen, oh Mensch, wir wollen uns ein bisschen verändern und dann ein bisschen kleiner geworden. Im Prinzip waren Sebastian und ich damals in der Formation und das heißt, wir haben auch schon 2 Jahre zusammen Musik gemacht, bevor Better Tomorrow entstanden ist. Und als das dann in die Brüche gegangen ist, hat er noch den grandiosen Vorschlag gebracht, seinen Bruder in die Band zu bringen. Und so sind wir dann plötzlich entstanden. Plötzlich. Über Nacht entstanden, einfach so. Phönix aus der Asche, Better Tomorrow ist geboren. Diese Woche wurde es auch ausgelost, der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga. Interessiert ihr euch für Bundesliga oder? Total. Ich merke schon, Herford, da gibt es wahrscheinlich auch einen Verein, Herforder SV. Sind die nicht in der Bundesliga? Ja, die sind in der Bundesliga, Julian. Ich danke für diesen Hinweis. Wir gucken einfach mal an. Der erste Spieltag ist ja... Und, für eine Tour, wir überlegen gerade, ob das ein guter Zeitpunkt ist oder ob wir es noch verschieben. Aber eine Tour ist natürlich in Planung, kommt dann auch. Wer hatte da die Hosen bei an bei dem Album? Gab es da so eine Gemeinschaft, die alle so sagen von, ja, ich will da was oder was? Sebastian, Julian, erzähl mal. An sich haben das alle geschrieben. Wir saßen da. Du kannst ruhig ehrlich jetzt sein, ne? Ach so. Ja, das ist alles meins, ne? Ach so, das ist alles. Ja, ich suche gerade so ein bisschen nach Fehlern, weil in den letzten Partien sah ich nicht immer ganz glücklich aus. Ich habe letzte Woche gegen den Markus Böhme knapp mit 3-0 verloren. Du bist gewappnet für das Spiel. Natürlich. Rot, deine Lieblingsfarbe, FC Bayern. So sieht's aus. Boah. Boah, krieg jetzt schon Gänsehaut. Okay, wir spielen bis 3. Gerne. Was hast du denn da oben überhaupt drauf? Also zack, schon mal das erste Mal Ablenkmanöver. Oh, sag mal, du haust mir die Stange in den Schritt. Sag mal. Nein! Was ist das? Das war doch Glück, oder? 1-0. Kannst du ruhig einen weiterschieben. Noch, soll ich das echt machen? Ja, 1-0 für dich. Okay. Wie fühlst du dich jetzt gerade in diesem Augenblick? Übelst überlegen. Oder? Nicht schon wieder, du.
Was machst du denn sonst so privatmäßig? Gibt es da irgendwie so ein Hobby, was du gerne nachgehst? Kickern. Kicker. Jetzt echt? Nein. Sag dir gerade. Aber mit Fußball hast du sonst nichts am Hut, oder? Nee, wenig. Wenig. Ist ja auch so, wenn man aus dem Süden kommt, dann ist Fußball eher doch so ein Fremdwort. Das Problem ist, dass einfach die Zeit nicht da ist. Ja. Und mein Hirn hat keine Kapazitäten mehr. Es ist voll. Dein was? Mein Hirn. Ach so. Das hat man ja auch noch. Stimmt, ich vergesse das. Was ist denn da los? 2-0. Naja. Ach komm. Soll ich nicht in der Augenbinde oder so? Nee, es ist ja immer so, das hat meine Mama früher schon gesagt, wenn du Besuch hast, ne, ist der Gast immer König. Oh. Okay. Kennst du das? Ja, ja. Gibt's das im Süden auch? Oder ist man da eher Egoist? Im Süden ist, glaube ich, alles Egoist. Ja! 2-1. Okay, ne? Du darfst einwerfen. Achso, ich darf? Wo ist denn das? Einwerfen. Ach, hier. Ja, der genau. Geiler Kick. Hast lange nicht gemacht, ne? Ja, genau. So, Julian ist auch schon eingenickt. Julian, alles gut bei dir? Nein, nein, das ist spannend. Das ist wirklich spannend, ne? Ja. Wenn man mir keine Schande basle. Nee. Ey, ohne Scheiß, ich muss echt aufpassen, dass das Ding nicht kaputt geht. Bitte was? Die Frage habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Gibt es denn überhaupt keine Lieblingsfußballmannschaft von dir? Also ich bin so ein klassischer WM, ich bin Fußballfan-Typ. Nein! Also. Oh, nein! Den habe ich ja fast selber reingehauen! Nein! 3-1! Du hast 3-1 gewonnen. Du sagst gerade, Fußball ist schon zu Ende. Echt? Ja, ganz entspannt, ganz ruhig alles. 3-1. Wie fühlt sich gerade? Schwabbelig. Richtig. Würde ich auch sagen, apropos schwabbelig, Kinotipp kommt jetzt. Was guckst du gerne im Kino an? Werner, den neuen. Verrückt, oder? Hier, das ist deine Kamera, die jetzt gerade da zurechtgewiesen wird. Dann sag ihn einfach an. Werner Beinhardt, 8 Jahre Pause hat Werner gemacht und jetzt kommt der neue Film. Werner Eiskalt heißt er. Werner Beinhardt, 8 Jahre Pause. Nee, Werner Eiskalt. Ja, aber der hat doch Pause gemacht, 8 Jahre. Beinhardt. Aber doch nicht Beinhardt. Ja, aber der Dings, der Eiskalt, kommt da jetzt erst. Ja, richtig. Sag ich doch. Ja, sag ihn einfach an. Das ist deine Kamera. Apro, jetzt kommt die Ansage. Werner Eiskalt in den Kinos. Ja, ne? Ihr habt ja jetzt auch ein Video gedreht und wir hören jetzt auch einen Song im Hintergrund. Ja, da geht's jetzt ganz mysteriös los. Haben wir gedreht. Das ist schon ein bisschen länger her. Was heißt ein bisschen länger? Das war dieses Jahr, das war letztes Jahr. Ne? Klar, die Postproduktion hat ewig gedauert, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Das war ein riesen Ding. 5 Tage drehen, Nürnberg, München, Club gemietet, 100 Mädels an den Start gekriegt für die Clubszene etc. pp. Ein riesen Aufwand. Und das ist dann das Ergebnis. Und jetzt haben wir aber noch eins gedreht quasi, aber das ist dann wahrscheinlich nochmal später zu sehen. Das ist nochmal später, genau. Das kommt nochmal später, das werden wir vielleicht in den nächsten Wochen mal zeigen. Aber das Video, was wir jetzt gerade sehen, 100 Mädels waren da am Start. Ja, vor allen Dingen 15 Uhr Montag Nachmittag geschminkt auf Wochenende. Das musst du erstmal hinkriegen, weil die haben ja eigentlich auch zu tun, ne? Magst kaum glauben. Wie lange hat der Dreh gedauert dann für das Video? Insgesamt? 5 Tage. 5 Tage doch? 5 Tage am Stück, ja. Wir haben ganz viele Locations. Wie viele Locations hatten wir? 4 Locations. Also wir waren mehr. Flughafen Nürnberg waren wir am Anfang. Club in Nürnberg? Club in Nürnberg. Dann waren wir in so einer Bauernhütte bei München. Dann waren wir unter Führung und ein Restaurant noch. Was einem Kumpel von mir gehört, also konnten wir da gut drehen. Ist das alles einfach gewesen? Weil ihr macht das ja alles selber. Konzeptiert das und das alles zu organisieren, habt ihr das alles so euch vorgestellt oder war es doch eine sehr harte Arbeit? Also ich sag mal täglich Brot halt, weil das also ist ja mein Metier auch so ein bisschen und ich habe da eine sehr gute Gruppe zusammen. Also der Regisseur, super geiler Typ, der Volkmann, ein sehr guter Freund von mir, Kameramänner, super, aus Hamburg kommen lassen oder einen und dann natürlich die FX-Leute am Ende noch. Also das ist natürlich Arbeit, aber ist halt geil. Also das macht doch echt Bock. Natürlich bist du nach 5 Tagen komplett im Arsch, aber es ist geil. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, ne? Julian auch zufrieden, oder? Sehr zufrieden, ja. Ich übrigens mit ihm auch. Er hat ja super gespielt da auch. Und ich fand das du übrigens auch. Aber vielen Dank. Ja, das sind die Schauspieler unter uns, ne? Entweder man kann es oder man kann es nicht. Wir werden gleich auch noch eine Unplugged-Version von euch hören. Und zwar aus dem Album. Track Nummer 10 ist... Captivated. Was hat das damit auf sich mit dem Song? Geht um das... Stockholm-Syndrom. Sagt dir das was? Warte mal, ich bin ja hier hoch im Norden, Bremen zu Hause. Stockholm ist quasi oben rechts so. Nee. Da sind wir wieder zum dritten Teil bei Sascha at Screen. Nur noch diese Woche im Angebot. Sascha at Screen. Ab nächste Woche alles Neue macht der Juli. Ab nächste Woche ist auch schon der 1. Juli. Da gibt's auch wieder Geld. Echt? Ja, habe ich gerade mir mal so überlegt. Am 1. gibt's auch mal Geld. Von euren Plattenverkäufen kann man ja wahrscheinlich auch schon leben. Königlich. Leben. Ihr seid ja auch mit der Limousine hier.
Wie findet ihr das, dass ich ab nächste Woche eine Stunde habe und nicht mehr eine 3-4 Stunde? Grandios. Ja. Zwingend notwendig war es. Und der Name, Ed Screen, völliger Quatsch jetzt nur noch, ne? Finde ich viel besser jetzt. Jetzt findest du es besser? Ja, ohne Ed Screen. Richtig, das wollte ich da wohl meinen. Ich finde auch besser, dass ihr Unplugged heute singt und ihr habt ja auch euer neues Video mitgebracht. Und da schauen wir jetzt mal rein in das neue Video von Better Tomorrow und es ist echt Hammer. Genau hingucken, ich stehe da mitten auf dem Dach irgendwo, oder? Muss man auch schwindelfrei sein oder war es nicht so hoch? Es war schon sauhoch. Und wer ist dieser lange Mann, der Mann mit den langen Haaren? Den haben wir irgendwie aus der Gosse reingezogen. Hast du so lange Haare? Natürlich. Mach mal einmal mit so runter. Sie sehen auch. Tatsächlich, die sind da wirklich so lang. Ja, ja. Klar. So ist das. Und du hast eben gerade gesagt, normalerweise sollte das komplett anders sein, irgendwie das Video. Ja, das ist bei uns oft so. Dass wir quasi Geschichten schreiben und am Set entstehen dann plötzlich ganz, ganz, ganz geile Ideen. Und dann haben wir eine komplette Location weggeschmissen. Wir haben Samstag gedreht in diesem Keller und wir haben dann am Sonntag wollten wir im Wald drehen und noch ein bisschen was machen und so weiter. Und dann am Ende, nachts um 4, waren sie alle völlig fertig in diesem Keller. Und also scheiß auf den Wald, scheiß auf alles, schreib's um, Performance, Dach, Ende. Und dann wurde es das.